Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Create Live. Und wir sind hier zurück auf dem Server, nachdem wir eine Runde gestreamt haben. Und ich möchte euch mal zeigen, was wir gebaut haben. Ihr habt ja diesen Block hier schon gesehen. Ich glaube, ich brauche mal kurz eine kleine Startplattform. Ist hier nicht irgendwo ein Ausgang? Dann schauen wir da mal mit der Leiter drüber. Hier. Hui! Und wir haben hier, was ist das? Aha, einen Schornstein gebaut und schon ein paar Leitungen. Das dürftet ihr in der Folge noch nicht gesehen haben. Also das hier ist der Schornstein. Wir können mal nochmal hier so in die Richtung fliegen. So, mal hier runter. Flup. Also, das hier ist unser Kohlekraftwerk. Das hier ist der Schornstein. Über den quasi, also quasi der Rauchgasschacht, also über den werden die Verbrennungsabgase ausgeleitet. Ne? Deshalb haben wir hier auch eine Verbindung. Also hier haben wir einmal ein Rohr vom Wassertank in den Kessel, beziehungsweise hier in den Block generell. Und hier hinten haben wir, ich glaube, das ist noch nicht 100% fertig, die Leitung, aber egal. Hier haben wir eine Leitung, die quasi vom Kessel hier in diesen Schornstein reingeht. Der Kühlturm, der wird ein Stück versetzt und größer. Ich würde sagen, da machen wir uns hier so eine große Fläche hin. Da kommt dann der Kühlturm hin, vielleicht noch ein Stück größer. Und XP, danke. Und vielleicht machen wir noch so eine Pumpe hier in den See, bei dem quasi das Wasser für den Kühlturm abgepumpt wird. Genau. Das ist der aktuelle Stand. Ich habe eure Kommentare gelesen und möchte auf zwei konkrete Dinge eingehen. Und zwar erstens, das Ding soll ich doch bitte rund bauen. Nee. Schaut euch bitte Kohlekraftwerke an. Kohlekraftwerke sind nicht rund. Atomkraftwerke haben eine Kuppel. Aber wir haben uns extra gegen ein Atomkraftwerk entschieden. Sondern für ein Kohlekraftwerk. Und deshalb werde ich das nicht rund bauen. Das macht keinen Sinn. Und Fenster. Nein, ich werde auch keine Fenster einbauen, denn ein Kohlekraftwerk hat auch keine Fenster. Also wir werden das noch anderweitig verzieren. Da kommt noch einiges. Aber Fenster und das ist Quatsch. Also wir haben hier vorne das Kontrollzentrum, da ist ein Fenster. Na, und hier unten möchte ich gern so einen Besucherpark und so machen. Da können auch Fenster rein, alles cool. Aber da, wo die Technikräume sind und da, wo der Heizkessel ist, wieso sollten da Fenster sein? Das macht keinen Sinn. Von oben vielleicht Fenster, also von oben vielleicht schwarze Fenster reinmachen, weil man es nicht sieht, damit man innen ein bisschen Licht hat. Da können wir drüber reden. Ne? Ist zwar auch unrealistisch, aber das sieht man von außen dann nicht so. Das ist dann nicht so dramatisch. Oh, jetzt habe ich das Ding hier eingesammelt. Das ist dann nicht so dramatisch. Aber da gehören keine Fenster rein. Ne? Wie gesagt, wir werden uns noch was überlegen, um das vielleicht noch ein bisschen zu verzieren. Normalerweise ist das Ding ja noch höher. Wie gesagt, schaut euch Bilder von Kohlekraftwerken an. Und das hier ist auf jeden Fall der Schornstein, den wir gebaut haben. Und hier hinten kommt dann eben noch der Kühlturm hin. Das ist ein extremes Monstrum geworden. Spark meint, es sieht aus wie ein Schiff. Ja. Ein bisschen vielleicht. Egal. Aber ich denke, es ist trotzdem noch ganz in Ordnung. Es ist halt möglichst realistisch. Also theoretisch ist diese Abrundung schon zu viel der Rundung. Ne? Aber ist in Ordnung. Eingang und so weiter ist alles noch nicht fertig. Ist ja noch Work in Progress. Ne? Das ist ein Rohbau, Leute. Das ist ein Rohbau. Einzig und allein der Schornstein ist schon auf einem guten Weg. Aber den finde ich auch gut. Ne? Also ich glaube, da kann man nichts sagen. Ist kein Steampunk-Stil, das ist mir übrigens auch klar. Aber wir haben ja gesagt, wir machen kein Steampunk mehr. Deshalb habe ich mich an einem realistischeren Setup hierfür orientiert.
Ne? Nur um das nochmal zu sagen. Gut, was ist noch passiert? Wir haben die Entsorgungsanlage, wenn man so will, gebaut. Oh, hier ist zu. Hier drin ist ja der Kackhaufen. Und mittlerweile fällt von oben auch der Überschuss aus der Fabrik hier drauf und wird dann hier nach unten geleitet. Da können wir auch mal kurz hingehen. Und zwar, da kommt man etwas kompliziert hin, aber ist ja egal. So. Oh, ich habe hier den... Wieso habe ich das hier zugebaut? Fragen über Fragen. So, also hier oben, also ursprünglich hatte ich vor, ganz viele Komposter hier hinzumachen und dann wurde ich aber eines Besseren belehrt, dass das gar keinen Sinn macht, weil der Komposter sowieso nur ein paar eine Sekunde oder so braucht zum Komposten. Da ist jetzt auch gerade ein Bone Meal rausgegangen. Da sehen wir das Zeug, wie es reinkommt. Genau. Also ist gerade perfekt durchgelaufen. Dann geht das hier rein in den Komposter und zack, über den Extractor hier aufs Band. Und so geht der Überschuss an Bone Meal dann hier ganz normal ins Lager. Wir können mal schauen, was da jetzt schon rumgekommen ist. Wo sind Knochen? Was geht zu den Knochen? Oh ja, doch, 1, 2, 3, fast 4 Stacks. Also das ist nicht schlecht. Vor allem, das ist Abfall, ne? Oh, schon eine Treppe. Nice. Das ist Abfall. Ich möchte euch auch das hier oben mal zeigen, wie wir das hier drin gelöst haben. So. Und zwar... hier die Antriebsachse ist weg. Die ist verlegt worden. Und hier kommt jetzt der Müll an. Geht dann auf dieses Band. Geht dann hier vor. Hier ist die neue Antriebsachse. Geht dann hier vor, hier vor, hier vor, hier vor. Na, ich glaube, Joe hat den Fehler hier mit den Cookies gefixt, glaube ich. Und geht dann in diese Kiste. Und das ist eine Doppelkiste. Und auf der Seite ist ein Extractor. Und der lässt das dann hier drauf plumpsen. Und wenn hier was drauf... Kann man Rotten Flesh komposten? Boah, ich habe keinen Plan, ne? Kann man irgendwie Composting-Rezepte anzeigen, wenn ich jetzt Seeds nehme? Ne, ich traue mich jetzt nicht, da Rotten Flesh drauf zu werfen, weil ich nicht weiß, ob man das kompostieren kann. Aber, also, das fällt halt dann darunter und wird dann von einem Hopper-Minecart, das unter diesem Dirt-Block ist, durch den Dirt-Block eingesaugt. Und dann an den Trichter weitergegeben und den Trichter haben wir unten gesehen. Genau. So funktioniert die ganze Anlage. Und somit wird der Überschuss immer vernichtet und verhindert quasi auch gleichzeitig Lags. Weil vorher ist das einfach hierher gefallen und despawned. Und das hat halt zusätzlich ein bisschen Lag produziert. Nicht viel, aber halt ein bisschen. Und ja, muss ja nicht sein, ne? So. Und dann möchte ich auch noch mal hier oben zu unserer Cakery schauen. Genau, da ist sie, die Cakery. Da wurde mir nämlich mitgeteilt, dass die wohl nicht funktioniert. Aber tut sie doch. Tut sie doch. Oha. Okay, die Eier sind voll. Ja, okay, gut. Aber das ist ja nicht so schlimm. Es ist halt einfach nur, die Dinger wachsen halt zu langsam, vermute ich jetzt mal, ne? Also das scheint schon alles zu funktionieren. Wir können mal schauen, wie viel Kürbiskuchen wir haben. So. Aua, aua, aua. Also wir haben die unglaubliche Zahl von... Yo. 1, 2, 3 Reihen und eine halbe. Ja, das ist ein bisschen was. Ja, lecker Kürbiskuchen. Die sind langsam voll, glaube ich. Ja, Baked Potato. Man könnte überlegen, ob man organische Abfälle
Ja, wobei, Baked, das kann man ja nicht. Ah, nee, vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe gerade überlegt, ob man, wenn das überläuft, das irgendwie nochmal in den Komposter wirft, aber das geht ja nicht. Okay, Kekse haben wir eine Menge und Brot haben wir. Holy crap. Also an Essen wird es uns hier nicht mangeln. Das sehe ich jetzt schon. Karotten. Oh, Karotten und rote Beete werden komplett in den Komposter geworfen. Egal. Egal. So. Gut. Also das war soweit erstmal die kleine Rundtour hier mit allem, was passiert ist. Und heute möchte ich etwas anderes machen. Und zwar, dafür müssen wir einmal hier ins Haupthaus. Flupp. Das wunderschön geworden ist. Denn Spark hat hier soweit erstmal. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Boah, geil. Die drehen sich jetzt in die Richtung, in die man läuft. Nice. Okay, das ist ziemlich nice. Spark hat ja schon schön eingerichtet. Ah, und sich schon ein Büro hier gesnackt. Okay, gut. Und wir wollen uns hier alle Büros einrichten. Jetzt ist die Frage, wo haben wir noch Platz? Hier ist ja der Konferenzraum. Hier ist der Konferenzraum. Und hier oben sind sonst keine Räume. Okay, dann schauen wir mal runter. So. Also wir hätten hier. Ah nee, hier ist eine Elytra-Einflugzone. Wir hätten hier ein Büro. Das ist ein Dreierbüro, ne? Okay. Und dann hätten wir hier noch ein Büro. Ich glaube, dass ich mir das hier nehme, ne? Also keine Sorge, das hier ist noch nicht belegt. Da war ich bei Spark im Stream, als er einfach nur mal gezeigt hat, was man hier so reinbauen könnte. Aber, oder nehme ich das? Oder nehme ich eins von denen da drüben? Ha. Hier hat man halt im Hintergrund den Berg, in dem man noch irgendwas einbauen könnte. Ja, komm, wir nehmen uns das hier. Wir nehmen uns das erste hier. Dann haben wir nämlich hier einen schönen Ausblick auf unser Haus und könnten von unserem Büro direkt ins Haus. Ja, das ist gut. Das ist gut. Okay. Wir nehmen das. Und dann würde ich sagen, ziehen wir hier einfach einen Raumtrenner ein. Also da. Machen wir hier einfach eine Wand oder machen wir hier einen Raumtrenner mit Blumen? Ich denke mal, man kann hier guten Raumtrenner auch mit Blumen realisieren, ne? Dass es trotzdem so eine Art offenes Büro bleibt. Aber dass man hier so Büsche drauf macht. Wäre eine Option. Okay, ich mach mal die Fackeln hier doch nochmal weg. Okay, wir müssen uns noch was für die Beleuchtung dann überlegen. Ich mache das erstmal hier an die Wände. So, dann machen wir hier unseren Schreibtisch. Und hier vielleicht. Okay, wir müssen uns mal ein bisschen Ausstattung holen. Mal ein bisschen Holz und so. War hier in der Kiste Holz oder sowas? Ein bisschen Holz und Zäune. Aber ich glaube, das wird nicht sonderlich lange reichen. So, dann mal ein paar Stufen. Ne, es wird überhaupt nicht lange reichen. Komm. Warte, dann lasse ich das mal hier für den Notfall. Dann holen wir uns kurz vernünftige Sachen. So, einmal ins Lager bitte. Naja, stimmt, muss ich gar nicht drücken fürs Lager. So. Dann brauchen wir einmal Spruce. Was haben wir denn hier Schönes?
Haben wir schon fertige Dinge irgendwie? Nicht. Also, holy. Oh. Ich glaube, der Überschuss aus dem Kraftwerk ist nicht so wenig. Oha. Oder besser, wir nehmen es von hier oben raus, ne? Okay, also Holz ist mittlerweile gar kein Problem mehr. Ey, heftig. Heftig, heftig. Dann Erde brauchen wir aber nicht so viel. Da können wir ein bisschen was zurückpacken. Nein, 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 nicht das Holz. Oh, ich bin so dumm. Ich wollte die Erde zurückpacken. So. Okay, gib mir das Holz wieder zurück. Okay. Holz, das Stone würde ich noch mitnehmen. So, no, da müssen wir. Ja, ich meine, wir produzieren ja Stone als Abfallprodukt. Auch im Kraftwerk. Das Kraftwerk alles an Abfallprodukten produziert, ne? Ja, mal schauen. Dann ein paar von den Eisenblocks. Ne, wir haben ein Stack dabei. Terrakotta können wir mal ein bisschen mitnehmen, weil daraus besteht das Haus. Und dann vielleicht noch ein paar Bricks einfach mal mitnehmen. Ja, ein bisschen Smoothstone vielleicht noch. Ich weiß selber noch nicht so genau, wie wir es machen. Aber ich denke, da fällt uns schon was ein. Fahren wir mal hoch. Lobby. So. Dam, di, dam, di, dam. Oh, da ist auch noch eine Kiste. Ah. So. Als allererstes brauchen wir hier im Büro einen Crafting Table. Zack. So. Zack, 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 zack. Ich habe keine Leaves dabei, ne? Also ich bin mir halt nicht sicher, ob das ein guter Raumtrenner ist hier so. Oder ob man das nicht nochmal besser machen kann. Oha. Ob man das vielleicht mischt, dass man hier einen Raumtrenner macht und nur in der Mitte so ein bisschen. Mal gucken. So. So. Und dann könnten wir uns hier so einen Schreibtisch hinstellen. Machen wir mal ein paar Stairs. So, also wir haben ja hier eine. Ne, wir haben hier keine wirkliche Mitte, okay. Wir haben hier keine wirkliche Mitte. Nee, wartet mal. Wir richten das mal ganz anders ein. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, wir werden hier noch ein paar Mal umbauen. Aber. So. Das könnte jetzt auf dem ersten Moment auch zu viel Grünzeug sein. Deshalb glaube ich, werden wir wirklich nochmal umbauen. Aber es ist cool, hier so einen Raumtrenner zu haben, dass man hier ein Büro hat und hier dann vielleicht so eine Chill-Out-Lounge oder sowas. Dann würde ich aber tatsächlich hergehen und das hier nochmal abreißen. Weg. Und dann hier erstmal eine massive Wand einziehen.
Die können wir ja später dann nochmal ein bisschen aufbrechen, aber erstmal eine massive Wand. So. Gut, dass ich ein bisschen Terrakotta mitgenommen habe. Es wird wahrscheinlich nicht komplett reichen, aber ist auch nicht schlimm. So. Sowas in die Richtung. Das finde ich jetzt noch nicht so schön. Also ich würde dann vielleicht hier in die Mitte noch irgendwie Glas oder sowas reinmachen. Oder hier. Warte mal. Hier ist also die Chill-Out-Area. Also hier ist die Arbeits-Area. Da kann man sowas nicht gebrauchen. Aber hier in der Chill-Out-Area könnte man so ins Nachbarbüro rüberschauen vielleicht. So. So in die Richtung. Oder vielleicht so, dass es nicht ganz so stalky ist. Also schöner finde ich es schon irgendwie so, ne? Ich meine, das Büro ist eh ein offener Raum. Von dem her braucht man sich da auch um so Sachen hier nicht, keine Gedanken machen. Privatsphäre hat man hier hinten, wo man dann in Ruhe arbeiten kann. Und dann könnte man hier quasi so einen Schreibtisch hinmachen. Warte mal, ja. So. Aber ich kann den Schreibtisch so machen wie den, den ich wirklich gerne hätte, ne? Ist das so korrekt? Ja, so in die Richtung. So, so in die Richtung. Und dann müsste das hier auch so sein. Da sind dann so Regale oder sowas drin. So. Ja. Wir bräuchten hier noch einen Computermonitor und so. Dafür bräuchten wir Köpfe. Und Spark meint, ja, man kann mit Nametags und Schneemännern oder so, glaube ich, irgendwie Köpfe farmen. Was natürlich nice ist. Dann können wir uns hier im Singleplayer Köpfe organisieren. Beziehungsweise im Survival. Dann wäre das hier und dann wäre hier, sage ich mal, so ein Bürostuhl. Ich weiß nicht, ob man Bürostühle noch irgendwie schöner machen kann. Das ist jetzt eher so meh. Ups. Dann vielleicht hier so ein Tischlein. Dann kann man sich hier hinsetzen. Boah, ich würde mir so wünschen, dass man sich hier wirklich hinsetzen kann. Und dann ist hier irgendwie, keine Ahnung, kann man hier eine Obstschale oder sowas dran machen. Gibt es hier, glaube ich, auch nicht in der Mod. Schauen wir mal, ob Quark irgendwie sowas hinzufügt. Ich glaube aber nicht. Redstone-Induktor kann man eh nicht bauen, okay. Redstone-Randomizer kann man auch nicht bauen, interessant. Nee, es sieht jetzt nicht unbedingt danach aus. Okay, na, ist in Ordnung. So, wir brauchen jetzt ein paar Leaves. Hier sind keine drin mehr. Okay. Wir können mal hier so ein bisschen Baumaterial noch da lassen, dass ich zu viel mitgenommen habe. So, und dann schauen wir erstmal ins Lager, ob da Leaves sind.
potenziell. Ich hätte auch einfach den Aufzug nehmen können. Das wäre wahrscheinlich sogar schneller gegangen. Naja. So. Lief. Leaves. 3. Naja, ist jetzt nicht der Wahnsinn. Okay, dann holen wir uns kurz eine Schere. Für Tools haben wir immer noch kein wirkliches... Ah, okay, da sind Scheren. Kein wirkliches Ding. Ja, moin. Wo kriegen wir jetzt am besten Leaves her? Wahrscheinlich am besten im Kraftwerk, ne? Wobei, das sind ja die Spruce-Leaves. Ja, wir können uns mal ein paar Spruce-Leaves holen. Ich weiß nicht, ob das die schönsten sind. Ich denke mal nicht, aber... Komm schon, wieder hoch. Na, weil die haben, glaube ich, nicht dieses ganz saftige Grün. Wo ist der Holzfällerino? Ich möchte hier nicht gleich geholzfällt werden. Ach nee, das hat gerade ausgeladen. Okay. Mal schauen, ob das irgendwo ein Problem war. Nee, okay. Hui. Gut. So, Elytra hält noch ein bisschen. Können wir aber im Stream heute Abend mal reparieren. Lobby. Was sind das hier für Leaves? Oak Leaves, okay. Und wir haben hier Spruce Leaves. Schauen wir mal. So. Ich meine, geht auch, ne? Also könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein. Glas habe ich vergessen. Puh. Hier könnte dann noch so ein Regal hin. So, wie war das? So? Ja, irgendwie so. Oder so ähnlich. Ja. Man kann halt jetzt kein zweites hinmachen, ne? Das ist dann, man kann jetzt nicht so ein IKEA-Regal nachbauen. Ja. Ich glaube, wir brauchen dringend noch Glas. Ist da vorne vielleicht Glas drin? Ich glaube es nicht, aber... Hoffnung stirbt zuletzt. Doch, jetzt sogar Glas. Ja, Mann. Aber nur 8. Das wird nicht reichen. Es sei denn, wir nehmen Paints. Das stimmt eigentlich, ne? Wir können auch Paints nehmen. Dann haben wir nämlich 16. Und dann reicht's auch. So. Ja, doch, das ist gut. Den Rest können wir zurücklegen. Hier in der ganzen Halle sind ja Paints. Von dem her passt das schon. Ja, also wir brauchen hier noch eine Menge Dekorationen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt die sehr, sehr gerne in die Kommentare. Aber erstmal ist es, glaube ich, nicht ganz schlecht. Ne? Erstmal ist es, glaube ich, nicht ganz schlecht. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute Abend im Stream oder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.